So, 100%. Leute, bevor Anni jetzt kommt, ich schaue mir jetzt noch ganz kurz dieses Video hier an, damit ich auch was für Revi-Gang habe. Ja, ihr wisst Bescheid, hier Orange, Morange und Revi bei Krass-Klassenfahrt. Kann ja nur Abfall sein. Ich würde sagen, schauen wir mal ganz kurz, was sich hier dahinter versteckt. Ne? So, bitteschön. Punkte würde ich hier geben von 10. Ja, ich gebe immer 10 Punkte mehr als er. Das, ich... Meine Frau. Gut. Und ich liebe sie. Achso. Hallo, ich bin Revi. Hallo, ich bin Orange, Morange. Ja, super. Ja, da war ich mit Kevin gemeinsam bei Krass-Klassenfahrt, Maxify. Wie findest du das? Ich hab's nicht gesehen. Hast du Krass-Klassenfahrt noch nicht geguckt? Ich hab's mal gesehen, aber wie? Ist das Beste, was es gibt. Wie? Was? Nichts Besseres. Was? Ja, wollte ich gerade sagen. Und durch die Ergänzung, durch mich und jetzt, also Kevin ja auch ein Stück weit, ist es schon noch besser geworden, oder? Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Sehr schön. Wir sind gerade hier und wir suchen die 12B auf Krass-Klassenfahrt tatsächlich. Also und wir werden jetzt die Leute bewerten. Genau. Dann werde ich aber, glaube ich, noch mal was essen, weil ja. Ich liebe Essen. Ja, dann mach das doch, ne? Also, guten Hunger dir, ja? Vielen Dank und viel Spaß. Vielen Dank für die Aufnahme und für die Runden. Mach's gut, dir einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Oberflächlich. So, Leute. Und abgehoben. Ja. Erstmal Props da an die Kameramänner, die den hässlichsten Winkel von uns beiden eingefangen haben. Das sieht auf jeden Fall maximal. Also, mein Gesicht sieht einfach komplett deformiert aus. Ich sehe ja nicht mal ansatzweise so aus. Okay, Nummer 1 ist Anastasia. Geiler Körper auf jeden Fall. Sie erfolgreich tatsächlich? Ja. Ja, ist mega sympathisch, also ja. Sieht gut aus. Hat gut gespielt tatsächlich. Ja. Punktemäßig sollen wir es machen, oder? So 1 bis 10 oder wie? Ne, schon 10 würde ich sagen. Ja. 10 Punkte. Würdest du 10 geben? 10 von 10. Ja, 10 von 10 auf jeden Fall, ja. Also ich hab's zuerst gesagt. Die nächste ist die Cheyenne. Ja. Ja. Wie findest du sie? Also, sag du doch mal was dazu. Ist sie volljährig? Nee. Nee? Ja. Wie viele Punkte würdest du dir denn geben, Revi? Kann man nicht bewerten, also... Genau, das ist nämlich ganz wichtig, Leute. Sobald ihr nämlich über 18 seid, könnt ihr Leute nicht mehr im Ausland bewerten, die unter 18 sind, ja? Weil, da geht es nämlich direkt ins Gefängnis und ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, Leute. Das geht schneller, als ihr gucken könnt. Und zwar demonstriere ich das ganz kurz. Das ist, wie gesagt, eine richtig schwierige Sache, Leute. Aber ich möchte euch nur ganz kurz davor warnen, ja? So kleinen Moment bitte. So, ich brauche nur ganz kurz einen minimalen Moment hier, dann sind wir auch gleich schon so weit, Leute. Dann machen wir hier so Folgendes. Ich brauche nur, wie gesagt, kleine Sekunde. So. Wie gesagt, dann, wenn man nämlich sowas macht und jemand bewertet, der natürlich über 18 ist, Leute. Es geht, wie gesagt, super, super schnell. Dann kommt relativ schnell, und man wird sich für möglich halten, aber dann kommt relativ schnell die Polizei reingefahren, Leute. Wo ist denn jetzt das Polizeibild hier? Wo ist denn das jetzt? Moment mal. Also jetzt ist aber gerade hier alles vorbei. Ach so, da ist sie. So, dann kommt nämlich hier relativ schnell einmal die Polizei angefahren, Leute. Und dann müsst ihr auch direkt ins Gefängnis. Also, ne, Finger weg von den ganzen Leuten. Alles, was unter 18 ist, meine Freunde, da sage ich nur noch mal ganz kurz, ne, würde ich nicht machen. Sonst, wie gesagt, Ladies and Gentlemen, we got him. Polizei ist am Start. Also, ich lasse jetzt mal die Polizei hier stehen, okay? Ich stelle die Polizei jetzt einfach mal hier hin, so, hier unten. Falls das passiert, ja, dann sind wir auf jeden Fall da und können dann auch reagieren, ja, wenn jetzt irgendwas Unsachgemäßes passiert hier. Kann man jetzt... Es ist mega sympathisch, mega nett so mit ihr geredet. Ja, ich fand sie auch sehr nett, sehr sympathisch. Ja, sehr freundlich halt. Ja. Ne? Vielleicht dann in... Cooler Kumpel. Cooler, also, ja, cooler, also wirklich nur rein kumpelmäßig, mega cool. Ja. In einem Jahr vielleicht dann nochmal bewerten. Ja. Ja, aber mega sympathisch wirklich, also tolles Mädchen. Also. So, tolles Mädchen, Revi. Da ist es auf jeden Fall wieder so weit, dass die Polizei kommt. Und da kann man mich dann auch demnächst hier im Polizeiauto drin sehen. So, ja? Also aufpassen, was ihr sagt, Leute, im Internet. Sonst ist die Polizei direkt da. Ja? Wir wollen ja hier nicht den Yo Olli machen. Charakterlich natürlich, ne? Optisch. Ach so. Wie gesagt, kann ich erst in einem Jahr zu was dann sagen. Ja, ist ja 17. Dann haben wir hier Fernando. Ja, auch mega sympathisch, oder? Sehr, sehr korrekt. Mega ja. Cool, da würde ja. Ich jetzt 2 von 10 Punkten, oder? 1,5 würde ich jetzt auch nur sagen. Ja, ja. Nee, dann gehe ich hoch auf 8 Punkte. Nochmal hier, Shoutout an den Grafiker, der hier unten das gemacht hat. Viele Leute wissen das gar nicht. Das hat tatsächlich ein Kind gemacht, das keine Hände hat, nämlich nur 2 Stumpen. Also hier so. Deshalb sehen auch die Grafiken so gut aus. Tolle Arbeit, wirklich. Dann sage ich 9 Punkte. Dann sage ich 10. Dann sage ich 8. Okay, gut, dann haben wir es da in der Mitte getroffen, oder? Ja. Ja, Frau Ostermann, Alter. Ja, gib mal das Handy, also Frau Ostermann ist der Stelle. Ich, natürlich elf. Vorher, ist ja die also Älteste von, hier, ja, ne? Von 10 Punkte 11. Ja. 11 Punkte. 433. Ich liebe sie. Punkte würde ich ihr geben von 10. Ja, ich gebe immer 10 Punkte mehr als er. Das, ich... Meine Frau. Gut. Und ich liebe sie. Ja, dann warten wir mal auf die nächste Folge, was da so passieren wird, Kevin. Ich kann nur so viel sagen. Ist auf jeden Fall auch sehr nett, ja. Also ja, sieht auch, ja, genau. Sieht gut aus. Charakterlich auch sehr nett. Hat auch...
Gesicht. Ja. Was gut Gesicht hat sie auch, ja. Von 10. 12. Georg, Alter. Georg, Ja, Mensch, also. Was soll ich dazu Georg sagen, Leute? Georg kriegt die 400 Punkte von mir, ganz klar. Georg 420 auf meinen Sack, Alter, auf jeden Fall. Er ist also intelligenter als ich leider, aber... Gut, aber das ist ja eine Sache, die nicht schwer ist, tatsächlich. Also ja, ist, genau, ja. Das ist genau so. Ja, nee, also Georg ist immer so der Charakter gewesen, der wichtig gewesen ist. Jetzt hat er hier auch zweimal kommentiert und das Bild. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich in der zweiten Staffel dabei sein könnte. Dann hat Jamie, also der Schauspieler von Georg, auch nochmal kommentiert. Auch noch kommentiert. Ja, das also finde ich halt ein bisschen unangenehm. Da würde ich jetzt vom Punkte-Ranking ein bisschen runtergehen. Aber ja, warum ich da Leggings trage, weil ich tatsächlich da in dem Moment Kevin Orange Morange gefallen wollte und es hat ganz gut funktioniert. Ja, Georg, schizophrener Charakter, haben wir auch eben schon mal Fortnite-Spielen gesehen. Da ist auf jeden Fall mehr Jamie als Georg oder mehr Georg als Jamie. Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen tatsächlich mit der Zeit. Aber dann ist er aber so in seiner Rolle drin, ne, dass er schon zwei Persönlichkeiten entwickelt hat. Das finde ich schon sehr gut. Also, ich sitze jetzt auch gerade hier und schaut mich halt wirklich seltsam an. Deshalb einfach nur, weil ich extrem Angst vor ihm habe. 10 Punkte. 11 Punkte. Ah, hier, Kenneth, guck mal, ist Jonas. Ja. Ich finde auch sein Lächeln sehr attraktiv. Also ich glaube langsam... dass du da Gefühle entwickelt hast. Ich bin schon ein bisschen auch verknallt. Also, ja, ich auch. Man beachte mal ganz kurz die Sitzhaltung. Leute, die ihre Beine so weit spreizen an der Stelle. Also ich kann das dann nochmal ganz kurz hier bei Paint aufzeichnen. Ja, Moment, also angenommen, ihr sitzt jetzt in der Bahn, ja. So, kommen wir mal hier runter. So, stellen wir mal vor, hier ist so... die Bank, ja, hier hinten sind so die Fenster, so, ne, das ist halt quasi hier die Bahn. So, und dann sitzt hier jemand, der seine Beine so weit auseinander macht, ja. Da kann man mal ganz kurz ranzoomen. Derjenige, der das macht, Leute, der hat nämlich tatsächlich nur, jetzt kommt's nämlich, den hier, ja. So, und die Menschen, die sich ganz normal hinsetzen, die Menschen, die ganz normal in der Bahn sitzen oder auch gerne mal die Beine überschlagen, Leute. Ja, ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Also quasi so, wie ich das hier mache, ja. Ein Bein hier so, das andere. Moment, wie sitze ich denn da? Das liegt quasi oben drauf. Machen wir mal hier so, ne. Hier ist mein Fuß und hier ist mein Fuß, so. Und wenn man jetzt bei denen mal ranzoomt, Leute, wenn man bei denen mal ranzoomt, ja. Die haben nämlich, und das ist nämlich das Interessante, ja. Die haben nämlich Folgendes. So, ja, ich will hier gar nicht mehr drauf eingehen, nur nochmal hier Grüße an Kevin Orange Morange, der da tatsächlich versucht, mit seiner Sitzposition einiges zu komprimieren. Ich auch. Ist auch volljährig, kann man auf jeden Fall bewerten, das ist gar kein Problem, mit volljährigen Leuten geht das ja. Das ist schon das Wichtigste, dass die Leute auch volljährig sind. Genau, das kann man, das ist die Grundlage, aber der Bewertungsansatz ist halt gar nicht da. Sonst muss ich los. Eine sehr schöne Uhr, wenn wir jetzt kurz mit ihm, wie viel Euro ist ein Outfit wert? Ist das 10.000 Euro. Das ist eine 10.000 Euro Odomar. Ist das eine Rolex? Also eine Odomar, ist das? Nee, dann auch hier eine Adidas. Auch an der Stelle wieder, ne, aufpassen mit den Aussagen, die man im Internet tätigt, auch wenn man jetzt hier über Uhren redet, meine Freunde. Das kann natürlich direkt zum Diebstahl anstiften und da kommt dann direkt mal die Polizei durchs Bild gefahren. Das wollen wir natürlich nicht. Ne? Da mal vorsichtig sein. Tasche hier mit einem T-Shirt. Es kommt mir so vor, als wäre das auch ein bekannter YouTuber, der auch irgendwie AMG schon fährt. Meinst du? Ja, der sieht schon wieder AMG. Denk mal schon, er würde ins VIP diesem Programm reinkommen. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ja, würde ich auch ein paar Punkte für geben. Ne? Dann für mich auf jeden Fall 11 Punkte von 10 wegen dem VIP-Leasing. Ich sag das auch. Ja. Okay, aber ja. Du hast doch auch VIP-Leasing. Ja, also ich würde mir auch selber 300 geben. Okay. Dann haben wir jetzt hier Layla, ja, fand ich mega unsympathisch. Also war. Mit einer der unsympathischsten Charaktere in ganz krass Klassenfahrt auf jeden Fall, ja, definitiv. Mit Abstand, glaube ich, diejenige, wo ich am wenigsten relaten konnte, oder? Wie alt ist sie denn eigentlich? Also, ist Layla volljährig, ne? Ist sie volljährig? Dann ist mega. Dann. Da, wie gesagt, immer aufpassen, ne? Nichts bewerten, was unter 18 ist, sonst geht's nämlich direkt. Leute, ich zeig's euch nochmal ganz kurz, ne? Ab dafür, auf Wiedersehen. Dann ist mega. Also wenn sie volljährig ist, ja mega cool. Nee, super. Da hat auch die Rolle sehr gut gespielt. Fand ich sehr wichtig tatsächlich für die ganze Serie. Na, ja, warum lachst du jetzt? Also ich fand sie wirklich wichtig. Ich meine das ernst. Ich muss husten. Achso. Bin okay. Ich auch froh, dass sie wieder mit dabei ist. Ja, ich auch. Jetzt kommen wir zu Drexler, Pimli Drexler. Drexler finde ich sehr schöner Name, deswegen von mir nochmal extra Punkte auf dieser Stelle. Ja, ich würde für Pimli würde ich allein schon 20 Punkte geben von 10. Ach, Pimli, ja. Und obendrauf würde ich nochmal eine Bande drin legen. Ja, genau. Sitzt auch hier gerade, schaut super, super süß aus. Ich finde, er hat mega auch freundlich. Schauspielerische Leistung von ihm. Tatsächlich, ja. Top. Ich hätte mir gewünscht, irgendwie eine Nacktszene mit ihm, also in der letzten Staffel. Das hätte dann nochmal ein paar Punkte mehr gegeben. Ich hätte mir gewünscht, dass er mich einfach küsst. Ja, dann. Gut, Orange Morange. Da muss ich los. Gut, ihr seid ja noch zusammen hier, also können wir dann noch. Ne? Können wir das kurz dann einfach im Anschluss machen, wenn die Kamera raus ist? Ja, klar. Okay. Ja, ne, Pimli Drexler. 1 bis 10, da würde ich sagen, da. Ein Punkt. Gebe ich. Ja, ich würde auch sagen, ein Punkt, ja. Also mega positiv. Ist die 1 das Beste, oder? Ja, Stanley, mega relatable, der Charakter, oder? Also gerade für dich, glaube ich, dieses Fuckboy-Image
Nur tatsächlich hat er halt Erfolg bei Frauen und... Genau, also mein persönliches Vorbild, weil er jetzt kurz vor der 100 ist. Mhm. Ja, Kevin steht kurz vor der 100 Mal masturbiert in einer Woche. Da muss ich auch unbedingt hin, aber... Ah, der Bums 100 Mal. Fehlen halt nur 99 bei mir noch. Ja gut, klar, deine Hand kannst dann auch abziehen. Also achso, ja, dann 100. Also dann fehlen noch 100 an dieser Stelle. Absolut cooler Typ. Sehr, sehr relatable Charakter, aber also ich habe mich da voll verbunden gefühlt. Ja. Warum? Weil ich auch so ein Wichser bin wie er. Mhm. Da würde ich auf jeden Fall auch 3 Punkte für geben. Ja, da gebe ich ihm auch 1 Punkt, oder? 2 Punkte. Einen? Nee, ich gebe ihm 2. Dann ziehen wir ab, dann haben wir 1. Also 1 Punkt, weil... Nee, eigentlich ist er echt ein Wichser, oder? Okay, dann gar keinen. Ich hasse den, ey, wirklich. Okay. Ja. Okay, Zeus. Ja, Zeus, da kannst du, glaube ich, am besten was zu sagen. Du bist der Kerl, der eher an die denkt. Also ich bin privat auch eher so der Stalker, deswegen kann ich das auf jeden Fall ein bisschen nachvollziehen. Ist Zeus volljährig? Ja, gut, dann können wir da, glaube ich, ist ein korrekter Typ auf jeden Fall. Ja, also Zeus auf jeden Fall auch wichtig. Vor allen Dingen auch Zeus war einer meiner Lieblingscharaktere tatsächlich. Also, er ist ja ein Stalker, ist nicht vor den Kulissen. Ja, also, vor allen Dingen hat er auch Kevin echt eine Menge Tipps geben können, wie man. Ja, also, das ist das Ding. Orange und Zeus hatten dann tatsächlich später noch ein Gespräch gemeinsam und es hat sich herausgestellt, dass Zeus eine Menge Chemikalien kennt, die tatsächlich, und jetzt wird es ganz interessant, meine Freunde. Die tatsächlich eine Bundesbehörde, nämlich die Polizei, tatsächlich nicht kennt. Ja? Und das hat auf jeden Fall Kevin Orange ziemlich weitergeholfen bei der Frauenjagd. Kevin ist jetzt mittlerweile glücklich auf Madeira und musste Deutschland aus unerfindlichen Gründen schnellstmöglich verlassen. Ja, so war das, nicht anders. Wie man am besten Frauen im Park nachstellt. Eigentlich hat der hat so ein halbes Fuckboy-Gesicht und auf der anderen Seite auch so ein Reinschlag-Gesicht, ne? Ich würde jetzt nicht schlagen. Also ist auch, jetzt auch gleich 12. Okay, sehr gut. Das ist auch jetzt das Zeichen, dass wir aufhören sollten. Das ist das Zeichen, dass du aus dem Buch rufen wolltest. Also, Zeus, mega sympathisch. Also einer meiner Lieblingscharaktere, 0 Punkte. Ja. Leute, das war's von uns beiden. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz hier. Ich finde, das ist Revi Inside. Ja, mega, mega unsympathischer Kerl. Hier steht, Kevin zeigt Dominanz durch seine Breitbeinigkeit. Genau das ist das Ding. Leute, die sich so hinsetzen, haben meistens so einen Penis. Gut,